Moin Leute, herzlich willkommen und was geht ab? Ja, voraus will ich erstmal sagen, wahrscheinlich haben sich die meisten jetzt gefragt, wo bleibt das Intro? Ich bin gerade dabei, ein neues Intro zu finden, aber ich werde, glaube ich, mich darauf entscheiden, das Intro eher wegzulassen. Und dann die zweite Sache ist, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, ist, dass ich ein Greenscreen-Tutorial machen werde jetzt. Und darauf komme ich aber gleich zu. Und jetzt will ich nur noch eine kleine Information geben, dass ich öfters auch jetzt Tutorial machen werde. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, wofür ihr ein Tutorial haben wollt. Und ich versuche es in ein YouTube-Video umzusetzen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr lange reden. Auf jeden Fall fangen wir schon mal an mit einem Tutorial. Wie gesagt, bei diesem Tutorial, was ihr als erstes benötigt, ist irgendwie eine grüne Fläche oder irgendwas anderes. Eine grüne Leinwand, eine grüne Wand, ein grünes T-Shirt. Hauptsache, da ist nichts drauf. Wichtig, da darf nichts drauf sein, außer grün. Die zweite Voraussetzung ist, es muss gut beleuchtet sein. Und die dritte Voraussetzung ist, ihr dürft nicht oder beziehungsweise ihr müsst versuchen, keine Schatten zu hinterlassen. Und ja, ich habe auch schon mal was vorbereitet und um die ganzen Greenscreen-Videos umzusetzen, also so, dass das ein Greenscreen wird. Das Ganze mache ich gerade auf dem Handy, wie ihr es auch schon gesehen habt. Das Tutorial ist auch für die Handys. Ich werde euch diese App hier nochmal in der Beschreibung verlinken. Und zwar heißt sie KineMaster. Das ist die mit den pinken, roten Kreis außenrum, wo in drin ein K drin steht. Seht ihr auch schon KineMaster. Ich habe auch schon ein Video vorbereitet. Ich hatte einfach bei meinem PC Greenscreen Videos mit Abonnieren-Button eingegeben auf YouTube. Und dann kam dieses Video, habe ich gestartet, gefilmt, gut beleuchtet und davor einfach eine Plastikpistole hervorgehalten und so. Aber das werdet ihr auch noch in dem Video sehen. Und was ich jetzt als erstes macht, wenn ihr die App gedownloadet habt, die könnt ihr im App Store und im Play Store downloaden, geht ihr erstmal hinein. Dann geht ihr auf dieser Kamera mit einem Plus. Dann wählt ihr euch aus, wie ihr es haben wollt. Ich möchte 16:9 haben. Danach geht ihr auf diesen Zeichen Media, diesen Ordner. Dann geht ihr da, geht ihr auf Screenshots, je nachdem, welches Bild ihr da einblenden wollt. Und ich nehme jetzt mein YouTube-Profilbild. Und zwar diese Wolf da. Und dann habt ihr ja dieses Profilbild hier. Oder das jeweilige ausgewählte Bild. Danach geht ihr auf Ebene und dann hier oben auf Media. Und dann müsst ihr das Greenscreen-Video auswählen und da seht ihr es schon. Hier ist es. Und dann, UI Connect. Ja, muss erstmal so verwandelt werden. Weil das ist eine zu kleine Datei. Ja, nee, es ist eine zu große Datei. Nee, es ist so rum. Eine zu kleine Datei, aber die muss mindestens 720 sein. Und deswegen, so. Und dann, wie gesagt, zieht es erstmal so groß, wie ihr es braucht. So, habe ich es auch schon. Und dieses Ende wird einfach so zugeschnitten. Ich habe jetzt das Glück, ich muss es nicht mehr schneiden. Und dann gucken wir uns das einmal an. So, wie ihr hört, ist noch kein Sound dran. Aber das ist auch erstmal was einigermaßen normales. Den Sound macht ihr dann selber mit PowerDirector, womit ich auch dieses Video halb hochladen werde und bearbeiten werde. Wie ihr unten seht, mit PowerDirector wurde es schon bearbeitet. Ein bisschen so. Ich schneide es jetzt einmal so lang, bis wenn das fertig ist. Immer wieder mal angucken. So. Da habt ihr jetzt zwar dieses Ending, aber da könnt ihr nichts machen. Ich ziehe ja nochmal so lange, wie es geht. Geht immer weiter. Und dann klickt ihr, meine ich, ja, auf das Greenscreen-Video. Und wichtig, auf dieses Greenscreen-Video. Scrollt ein bisschen runter und dann seht ihr diese Yoga-Frau. Das sieht aus wie so eine Frau, die gerade Yoga macht. Und dann Chroma Key. Ihr klickt da drauf und dann drückt ihr aktivieren. Und so direkt seht ihr, Greenscreen ist activated. Diese grünen Ränder, so können wir jetzt versuchen, so verschärfen wir die grünen Ränder nur noch. Also so machen wir halt den Abonnieren-Button und die Pistole und meine Hand stärker und so mache ich die schwächer. Aber ich lasse es jetzt mal so, so ist am besten. Und so könnt ihr den Hintergrund machen.
So ist eigentlich jetzt am besten. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr es so wegmachen. Habt ihr nur noch so einen kleinen grünen Rand. Dann halt mal okay. So ist es ganz. Und dann mache ich das einmal an. Da seht ihr nur noch einen kleinen grünen Rand. Und so, wie ihr seht, habt ihr das Greenscreen-Video gemacht. Ihr könnt ebenfalls, wenn ihr auf Audio geht, ein Audio aussuchen. Ich mache das hier mal. So. Und dann könnt ihr es einfach da rein verschieben. Und normal bei den Videos wäre das Video irgendwie... Oh Mann, dieses grüne Video hier, also das grüne Video, wäre hier eigentlich so normal. Und dann müsstet ihr es so schneiden, wie ich es jetzt mit der Musik einmal für euch zeige. Und zwar, ihr geht hier drauf und dann schneiden und teilen und würdet dann am Abspielkopf teilen drücken. Und dann müsstet ihr es so verbinden, aber ich hatte halt jetzt Glück, damit das so. Bei Musiken müsst ihr es so machen. Und dann seht ihr es jetzt. So, dann habt ihr jetzt gesehen, hab's fertig. Was hier das Bessere ist, was es bei PowerDirector nicht gibt, dass ihr ein richtig viele machen könnt, statt nur so zwei, drei Zahlen und dann müsst ihr schon das Gold nutzen. Ja, auf jeden Fall, es ist keine Produktplatzierung. Das werde ich auch nochmal am Anfang reinschneiden. Am Anfang keine Produktplatzierung, weil ich das jetzt erst spät gemacht habe. Ich habe so gesagt, die App ist mega gut und so ist er auch. Aber ist keine Produktplatzierung, eher gesagt Produktplacement. Ja, so habt ihr das Video eigentlich fertig. Da habt ihr es jetzt nochmal gesehen. Diese App wird in der Beschreibung verlinkt. Und ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, flankt den Abo-Button und verprüge die Geilo-Glocke. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.